Hallo, liebe Igel-Freunde, da sind wir mittendrin in Sonic Chaos und zwar der Demo-Version für den PC. Warum fängt denn das jetzt hier von vorne an? Ich wollte eigentlich schon ins Speichermenü rein und dann alles weitere erklären. Ich habe so viel zu sagen. Es ist die Turquoise Hill Zone. Ich gehe direkt rein und zwar mit Sonic. Man könnte Tails auswählen. Wo fange ich denn an? Am besten vorne. Wir sehen eine Version, die es so nie auf dem Mega Drive oder sonst wo gab, sondern auf dem Master System. Ich habe nämlich gerade in der letzten Gamers-Ausgabe, die ich vorgelesen habe, welche war es eigentlich? Die 294 oder so? Habe ich den Test zu. Wie er da schon wieder ungeduldig ist. Habe ich den Test zu Sonic Mania hätte ich fast gesagt. Ich war schon gedanklich etwas weiter. Den Test zu Sonic Chaos auf dem Master System vorgelesen und der ist verheerend ausgefallen. Also es soll. Kann ich den kaputt machen? Ja. Es soll ein mieses Spiel gewesen sein damals. Es wurde hart kritisiert, dass es viel zu einfach ist. Oh. Könnt ihr schießen? Also ein paar Gegner gibt es hier gerade. Warum habt ihr eure Sprungfedern hier? Oh, das ist aber mickrig. Weg mit dir. Was kommt hier eigentlich raus? Vögelchen. Das kennen wir noch aus der Mega Drive-Version. Ja, es wurde abgestraft auf dem Master System, aber hier, es sieht schon mal fantastisch aus. Es spielt sich super. Ich meine, das ist ja eine Version, die es so damals nie gab. So, ich guck mal, ob der mich hochbringt. Das ist ja lächerlich. Also so hätte ich es damals sofort gespielt auf dem Mega Drive. Zumindest von den ersten Eindrücken, die ich habe. Ja, fangen wir denn mal an? Grafisch erinnert es mich tatsächlich, abgesehen davon, dass es natürlich total klassisch aussieht wie auf dem Mega Drive, erinnert es mich grafisch an. Oh, da war ein Special Ring. Nee, ich dachte. Ich dachte, da wird gerade so ein Bonusring größer. Ja, grafisch irgendwie an Sonic Mania. Keine Ahnung. Was machst du? Geht's hier hoch? Weil alles sehr geschmeidig aussieht und fast doch ein bisschen besser als damals zu 16-Bit-Zeiten. Oh, hier war gerade so eine Rotation drin in der Figur. Habt ihr gesehen? Cool. Und wenn man mal guckt, was ich so für Animationen und alles habe, also die Idle-Animation haben wir ja gesehen, er wird sehr schnell ungeduldig. Die ist noch klassisch vom Mega Drive, dass er auf die Uhr guckt, dass er sich hinlegt und so. Das Spiel ist übrigens von, also Sonic Chaos ist von 93, das heißt, es ist nach Sonic 2 entstanden. Und Sonic 2 hatte ja zum Beispiel den Doppeldecker im Finale, das hat man hier im Vorspann gesehen. Ah, so viel Infos. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch schon den Spin Dash. Ob ich das irgendwann schaffe? Ja, wenn ich da hochgehe. Ach so! Jetzt hat er sich festgehalten mit dem entsprechenden Schwung. Was wir noch neu dazu bekommen haben. Jetzt hätte ich es fast schon gemacht. Und das gab es nie in irgendeiner Mega Drive-Version, möchte ich mal behaupten. Wenn ich hochspringe und springen gedrückt halte, dann nimmt er in der Luft schon Anlauf sozusagen. Man hört's und dann passiert Folgendes. Piu, da macht er aus dem Stand den. Und das ist offensichtlich. Wow. Ah, das geht da hoch. Das probiere ich auch gleich mal. Ja, und das deutlichste Indiz, dass das die Assets, sage ich jetzt mal, aus Sonic Mania benutzt. Also erstmal, abgesehen davon, dass das Ding hier von ziemlich genau ein Jahr nach Sonic Mania entstanden ist oder released wurde. Wie gesagt, ist ja nur eine Demo der Turquoise Hill Zone. Aber es ist aus dem August 2018 und Sonic Mania ist aus dem August 2017. Und was ich erstmals in Sonic Mania gesehen habe, war dieses hier. Dass er so niedlich nach oben guckt. Ja. So, jetzt probiere ich es nochmal. Jetzt drücke ich mal gar nichts. Aha! Okay. Ah, Mist, ich hätte auf dem. Macht ihr denn nur was? Auf dem kleinen Teil da landen müssen. Gut. Aber jetzt bin ich auch hier bei dem Bonusmonitor angekommen. Wie sieht die Hülle aus? Das würde ich sagen, ist auch die Hülle aus Sonic Mania. Komme ich jetzt überhaupt wieder hoch? Ansonsten, wir haben schönstes 16 zu 9. Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass das. Das war ja blöd von mir, ne? Dass das eher sehr modern ist. Naja, fast alle bekommen. Kommst du nochmal? Ja. Was kann ich noch sagen? Der Soundtrack, muss ich sagen, erinnert mich tatsächlich. Oh, da war was, halt. Erinnert mich tatsächlich an Sonic CD. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht hoch. Wie habe ich denn die Ebene gewechselt hier? Ja, und die Turquoise Hill Zone, so heißt sie ja. Oh! Oh! Yeah! Die ist ja was, das gab es dann eben nur auf dem Master System.
Turquoise ist übrigens ein sehr komisches Wort, heißt aber nichts anderes als Türkis. Bin ich wieder hier? Ja, ich hole alles aus der Demo raus, sage ich mal, weil ich guck mir alles an, wie ihr seht. Wow, okay. Damit habe ich jetzt aber auch alles erzählt. Habe ich gesagt, dass es 16 zu 9 hat? Falls ihr es nicht gemerkt habt. Ja, habe ich gesagt, ne? Wow. Ah, die Turboschuhe. Oh. Ja, sie greifen nicht an. Sie könnten wenigstens schießen, ne? Okay, die haben immer nur so ein Mini-Hüpfer. Diese Sprungpad-Dinger. Oh. Und ich muss sagen, also im Grunde erinnert es ja total an... an die Green Hill Zone. Beziehungsweise aus Sonic 2 die Emerald Hill Zone. Komme ich denn da bloß hoch? Hier mit Schwung. Das waren 100 Ringe und ein Leben? Ja, ein Leben. Die bleiben einfach an Ort und Stelle, diese Viecher. Und diese Schrauben hier, die sind ja auch eindeutig aus Sonic 2. Aber wie gesagt... Sonic Chaos ursprünglich mal nach Sonic 2 erschienen, allerdings eben nicht auf dem Mega Drive. Deswegen, ich wusste davon nichts und jetzt kann ich es endlich auch spielen. Ich rechne übrigens... ich rechne übrigens mit 3 Zonen und einem Boss. Das ist jetzt mal so meine Erwartungshaltung an diese Demo. Ich gehe mal da runter, da ist noch was. Oh, hier ist noch einiges. So, und jetzt bin ich gespannt, da ist eine Laterne, die erste, die ich überhaupt hier gefunden habe. Gab es die gleichen Bonusrunden wie in Sonic 2 auf dem Mega Drive und gibt es hier in der Version überhaupt... Oh, das hat sich aber sehr langsam gedreht. Zweite Frage ist beantwortet, es gibt hier keine Bonusrunden. Oder die Frage ist in einem eigentlich beantwortet. Kann man da runtergehen? Ich sehe jetzt mal nichts. Hier ist wieder so eine Schraube. Ach, da war ich schon auf, von unten. Die sind süß, aber die machen nichts. Jetzt laufe ich mal. Diese Animation ist nämlich auch sehr toll. Hat es mich irgendwie komisch runtergehauen. Okay, ich kam von hier oben, ne? Ich wollte noch die paar Ringe da holen. Dann können wir gerne nochmal unten gucken. Wobei, unten ist so ein Gang. Wenn man den durchrollt, dann ist auch vorbei. Aber ich nehme ihn. Ja, wenn ich jetzt hier runter gehe, ist es auch vorbei. So, dann mach mal. Hui! Aha. Ah! Kann man hier überhaupt jemals abstürzen? Oh, was ist das für ein System hier? Wow! Nice. Ich habe jetzt mal ein bisschen nach oben gedrückt. In der Hoffnung, dass das was getan hat. Oh, hoppala. Das war blöd. Interessant. Das ist ja das, was mich in Sonic tatsächlich... damals gestört hat und ich glaube... Ich glaube, mit Sonic fing es an, dass ich Open World nicht leiden konnte. Dass es hier so viele Möglichkeiten gibt und man nicht alle erreichen kann. Also wenn man wenigstens alles... Ups, ich habe mich ja direkt übersehen. Alle Häschen werden gerettet. Wenn man wenigstens am Ende alles abklappern könnte, aber konnte man irgendwie nie so recht. Weil immer... da entscheidet sich immer für irgendeinen Weg, der danach nicht mehr geht. Obwohl der andere danach nicht mehr geht, so meine ich das. Warum rutsche da runter? Was ist da los? Nein! Ich muss da nochmal hoch. Wie habe ich das gemacht? So. Aber, muss ich auch mal dazu sagen, recht groß schon so ein Level. Und dich wollte ich haben. Und ab damit! Ich gehe mal nach oben. Die Entscheidung war falsch. Das hilft nicht so recht. Oh. Okay, da waren Pfeile. Oh. Sagt mir aber nicht viel. Miau. Und zu verlockend, Freunde, zu verlockend. Ein Eichhörnchen, nee, ein Äffchen. Ha! Gab's Äffchen schon? Ja, ich glaube, in Sonic 2. Waren ja mal alle möglichen Viecher, die da so rauskamen. Also es steuert sich im Übrigen einwandfrei. Oh, es hat ein paar Bugs hier, dass man hier den durch den Boden reinrutscht. Also es steuert sich einwandfrei, so wie ich es kenne. Wo will ich denn nochmal gucken? Na, ich gehe nochmal hier runter. Okay, da ist wieder eine Schraube, die nehme ich glatt. Hey, es ist zu verlockend. Jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Doing. Oh, die ist ordentlich. Ich spring hier. Jetzt die Schraube, Achtung. Ja, oh. Ha! Sage mal.
Ich will die Schraube immer lieber laufend nehmen, anstatt, oh Mann. Yeah! Hä? Er nimmt sie nicht. Ich war schon im Fullspeed. Das ist ja eine Frechheit. Weil die Animation schöner ist, als wenn ich so mit einem Spin-Dash mache. Ja. Da ist wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich könnte vielleicht auch mit der Sprungfeder direkt rüber. Okay. Ich glaube, da oben war ich. Insofern, es geht einfach nicht. Nein. Oh, jetzt mal ein Momentchen. Ah. Geh von der anderen Seite hin. Das Eichhörnchen oder Äffchen muss befreit werden. War hier unten noch was? Oh, meine Zeit. Hä? Jetzt sehe ich es erst. Die Zeit ist rum, aber ich lebe noch. Das ist ja fair. Für Leute wie mich sehr fair. Dadurch kann ich die Folge noch schön in die Länge ziehen und das schon allein im ersten Act oder in der ersten Zone. Du bringst mich wahrscheinlich wieder hoch, aber bin ich das? Ach, das ist alles so schön gestaltet. Ich kann halt überhaupt nicht beurteilen, ob das das Original-Level-Design ist, ob das die Original-Musik ist vom Master System. Wer es weiß, kann es mir ja gerne mal schreiben. So, hier wäre dann nichts mehr gewesen. Würde mich schon interessieren. Find das auch immer... Ah, jetzt geht's rund. Wow! Hey, halt. Da war was. Wow. Ich finde das auch immer... Komme ich hier wieder hoch? Oh. Finde das auch immer super... Hey! Super interessant. Aber eben schwer zu beurteilen. Weil auf dem Master System... Guck mal, wie der läuft. da geht's nicht mehr. Ist das so ein blödes 8-Bit-Gepiepe? Das kann ich immer nicht beurteilen. Und... Ja! So wollte ich es machen. Okay, die Hülle ist egal. Ich habe ganz gut durchgehalten. Auch die Explosion... Oh. Die Explosionen von den Monitoren, die sehen so geschmeidig aus. Da hat er sich garantiert an den Assets aus Sonic Mania bedient. Was ich gut finde, weil so will ich's. Ups, Moment. So, wann gab es überhaupt Bonusrunden in Sonic Chaos? Ich kann es nicht sagen. Übrigens, falls ich jetzt schon dreimal Sonic Mania und Sonic Chaos verdreht habe, es ist mir gerade nicht bewusst, aber sowas passiert mir immer in... Oh! Hallo! Das sind Eichhörnchen auf jeden Fall. Aber vorhin war es ein Äffchen, glaube ich. Sowas passiert und man merkt es gar nicht. Na komm, jetzt hier muss Ziel sein. Ach ja, wow! Hier kommt schon der Boss. Oh Gott, hat der mich überrascht. Was kannst du? Was machst du? Wow! Was? Das war's nicht. Das war's noch nicht, sagt Uli Hoeneß. Oh! Mittendrin gestanden, scheiße. Ich glaube, man muss zweimal gegen und beim dritten Mal ist er angreifbar oder so. Also man muss dreimal drauf hüpfen. Einmal, aber es ist immer sehr schwer irgendwie. Schwer drauf zu bleiben. Oder man darf einmal abprallen. Wer merkt sich das, wie oft man ihn getroffen hat? Nee. Zum Glück läuft mir die Zeit nicht weg. Hey! Das geht doch nicht so, oder? Das ist mein Tod, aber ich probiere es mal. Naja. Okay, ich bleib mal eingerollt. Ich habe gerade losgelassen, als er in mich reingefahren ist. Nee, okay, das hilft gar nicht. Ah! Shit, jetzt habe ich keinen Ring mehr. Da hat der Onkel Fell doch wieder spannend gemacht. Okay, ah! Das war der... Oh, Bossgegner. Act 1 hat schon einen Boss gehabt. Jetzt ist die Frage, geht's hier weiter oder war's das mit der Demo? Aha! Okay, Act 2. Cool. So, war hier noch was? Nein. Komm da nicht mal hoch. Doch. Was für ein fieser Hintergrund. Macht alle mal die Augen zu. Da wird man ja epileptisch. Aber schön sieht's aus. Also der Rest hier auch. Moment. Jo, bin ich gut oder bin ich gut? Hui und go. Nee, da bin ich nicht so gut. Ach, die Animation habe ich auch noch gar nicht angeguckt. Wie lustig. Sowas mag ich immer. Okay.
Hui, ja, hier muss man sich ein bisschen Speed trauen, aber wenn man die Levels noch nicht kennt, ist das bei Sonic immer so eine Sache. Da unten habe ich was gesehen. Aber da komme ich jetzt nicht rein, würde ich sagen. Oh, da war sogar ein Leben. Manchmal ist dann hier so eine Öffnung, die man nicht sehen kann, aber... Nee, hier ist nichts. Das müssen wir uns mal merken. Okay. Also, so jetzt hier runter und da zurück. Okay, es war nicht allzu schwer. Ah, voll schön. So würde ich echt tatsächlich... Oh. Ein komplettes Sonic spielen wollen in der Qualität. Ha, hoppala. Ach, das ist nur von der Seite angedacht. Auch interessant. Ja, also da reagiert er nicht. Und wenn ich so mache... Wow, ja, dann komme ich hoch. Das läuft alles ganz automatisch ab. Wie gesagt, dass er loslässt und so. So, hier war nichts weiter, ne? Kam ich an. Nein! Es muss alles geholt werden. Alles geholt werden. Hey! Ah! Okay. Übrigens meine Zeit immer noch bei 9,59 und 99 Sekunden. Doin. Okay, das ist ja wohl ein Witz. Hey, ich wollte Kugeln. Hui. Die nächste Höhle gehört mir. Hopp! So. Männchen. So geht's auch. Okay, wo feuert's mich denn dahin? Krieg ich nochmal Ringe. Im Übrigen noch keine Bonusrunde zu sehen gewesen. Auch nicht. Naja gut, nach dem Boss gab's ja nie eine, aber das ist schon... Ah, halt, 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 halt. Dass es schon nach dem ersten Act einen Boss gab, ist sehr ungewöhnlich. Weiß ich nicht, ob er das hier gemacht hat, um den schon vorzustellen, weil er vielleicht nur zwei Acts statt drei bisher kreiert hat. Keine Ahnung. Oh! Ich habe jetzt mal die Sprungfedern ausgelassen, die brauchte ich nicht. Endlich eine Höhle, da fühlt man sich doch gleich viel besser. Frage ist, wird es noch... wird es noch einen extra Monitor geben, den ich noch nicht kenne? Da kommt ja auch immer mal wieder was Neues. Ach. Soll hier oben was sein? Eigentlich nicht. Ach, ihr seid wieder nur so eine Mini-Hüpfer hier, na dann. Dann eben nicht. Wahoo! Okay. Jetzt würde ich gerne oben bleiben. Oben bleiben und nicht irgendwie abstürzen. Obwohl da unten doch auch wieder Sachen sind. Würde ich mal meinen. Ach, schön. Ich mag diese klassischen Welten von Sonic so sehr. Ah! Da läuft man vorsichtig und weiß nicht, dass man schnell laufen sollte. Okay, gotta go fast! Hui. Es wurde mal in einem Video von David Hein kritisiert, dass Sonic halt so designt ist, dass man schnell laufen muss, aber es ist auch gleichzeitig, wird es hier zum Verhängnis, dieses schnelle Laufen. Guck erstmal hier oben. Weil da halt ständig in irgendwas reinläuft. Und da hat er eigentlich recht. Also aus heutiger Sicht hat er... Ah, scheiße. Hat er da total recht? Kam ich hierher? Nein. Na, gehen wir mal in die Richtung. Aber früher kannte man es halt nicht anders. Und ich glaube, da bin ich auch 10-mal mit Tempo irgendwo... Na komm. 10-mal mit Tempo irgendwo reingelaufen, bis ich beim 11. Mal gelernt habe, nee, da, an der Stelle kannst du nicht so schnell sein. Und eigentlich möchte man ja Spiele auf Anhieb... Also was heißt, möchte man? Ich. Spiele sind da auch anders heutzutage, aber würde man gerne Spiele so spielen, dass man auf Anhieb einigermaßen durchkommt. War da ein Leben? Ha! Moment, ich muss mich abdrücken. Na komm. Aber das waren halt andere Zeiten. Oh! Hä? Hab ich's mir eingebildet? Nein, hier ist nichts. Jetzt bin ich noch eine Ebene höher. Vielleicht habe ich meine Lebensanzeige gesehen und habe einen Denkfehler. Ha! Oder einen Guckfehler gehabt. Nochmal von Anfang. Sehe schon, das wird die XXL-Folge. Dabei ist es nur eine Demo. Aber ich muss es einfach genießen. Ich muss... Oh, da oben. Was war das denn gerade? Wo kam der Ring her?
Yeah. Okay, machen wir es mal so. Da war was. Da war was. Bin jetzt bestimmt auch die andere Richtung gegangen. Gerade, aber gut. So hat man auf jeden Fall viel gesehen vom Level. Hier geht es auch wieder hoch. Ja, man sollte mir nicht... Achso. Man sollte mir nicht die unbegrenzte Zeit geben. Das ist in meinem Fall nicht gut. Ah, so ist gedacht. Okay, sehr schön. Sehe schon, wenn ich jemals wieder ein normales Sonic spiele und als letztes Sonic Chaos gespielt habe, dann unterschätze ich die Wespen, die mich dann gnadenlos abballern in allen anderen Sonics. Oh. Juhu. Oh, schon 200 Ringe, also über 200. Wow, okay. Mein Ziel ist, in der Demo noch zweistellig werden mit den Leben. Nee, da war nichts. Doin. Doin. Nein! Das war dumm gelaufen. Ich glaube, es gab im originalen Sonic damals auch durchaus den Trick, dass man, wenn man... Boah, was ist denn hier alles? Ist ja irre. Wenn man, sagen wir mal, 100 Ringe hatte und... Ey! Das war wieder so ein blöder Bug. 100 Ringe und dann hat man absichtlich... die Ringe verloren. Wobei, es macht eigentlich keinen Unterschied, weil ob man bei 100 oder 200... Dann... Jedenfalls war der Trick, dass man dann, wenn man wieder 100 hatte, auf jeden Fall trotzdem nochmal das Leben bekommen hat. Ah, genau. Okay, da war nichts mehr. Obwohl man ja ursprünglich schon mal bei 100 war. Oh, das war nicht so Fall. Ah. Okay, ich mach's offiziell. Yeah. Halt. Da bist du. So, da oben war was. Das machen wir wieder mit Speed. Ui. Ich brauche eine Hülle. Bitte gebt mir eine Hülle. Hier war so ein Sprungdingensgedöns. Oh, die Kamera schaltet schon um. Kommt hier wieder Boss oder kommt hier nur Ende? Hallo. Ha! Ah, oh, da ist ein Edelstein. Ah, ich will ihn haben. Hey, er hat ihn mir weggeschnappt. Wow. Was ist das für ein Boss? Eieiei, ist das mies. Boah, zum Glück konnte ich hier stehen. Ah, warte du. Kann ich dir irgendwann mal was tun? Shit. Oh. Kacke, wo ist der Ring? Ach, ich muss die Dinger treffen. Boah, die Mucke ist stark. Aber die Bosse sind nicht ohne. So leicht wie die Zonen sind, so happig sind dann die Bosse. Okay, ich darf ein paar Ringe sammeln und dann geht's rein in den Bosskampf. Gut, ganz am Anfang durfte ich hier stehen, aber ich muss ja auch schaffen, ihn mal anzugreifen. Ich glaube, ich muss diese Dinger mal treffen. Aber solange sie noch nicht gefährlich sind. Also sie sind ja immer ungefährlich, nur diese Energie-Pellets sind gefährlich. Kann ich ihn irgendwo treffen? Ah, ich muss ihn komplett von der Seite treffen. Das war jetzt nochmal. Jetzt macht er dieses Ding. Bitte nicht ganz bis zum Ende. Ja, danke. Ich glaube, ich muss ihn von der Seite treffen. Jetzt kommt wieder die. Ich könnte mir vorstellen, hier bin ich nicht... Oh doch, ich bin ganz am Rand safe. Immer, okay. Wenn man das weiß, dass man ihn da treffen kann. Oh, dann geht's ja. Dann wird der Laser. Man darf halt bloß nicht von unten ran springen. Okay. Ob ihr guckt. Ob ihr tut. Robotnik, verzieh dich. Meine, klaut den Edelstein. Hilfe. Ja! Im Eiltempo. Boah, ich hoffe, hier kommen keine Hindernisse. Zweimal. Na. Dreimal? Ich mache das maximal achtmal.
4-mal. Da weht ihm aber der Bart. 5-mal. Okay. Miau. Oh, ein schöner Run hier. Gefällt mir. Er läuft automatisch. Oder gab es zu Sonic Chaos Zeiten schon nur noch 2 Acts von jeder Zone? Wer weiß es. Das war's. Wunderschöne Demo, hat mir super gefallen. Zum Glück nicht noch ein dritter Akt, sonst hätte ich hier meine eigene Folgenlänge gnadenlos überschritten. Was war das? Das hat sich komisch angehört. Ja, liebe Leute, das war Sonic Chaos, die Demo für den PC. Ich schätze mal, mehr wird es nicht werden. Frühestens in 10 Jahren kriegen wir sowas mal als Vollversion. Ich warte ja noch auf Sonic 2 HD, hatte ich ja auch schon mal auf dem Kanal, die Demo. Was packe ich denn jetzt in die Endcard? Da werdet ihr wahrscheinlich dieses Sonic 2 HD finden, dann vielleicht Sonic Mania oder sowas. So schöne Sachen, die mir zu Sonic einfallen, da könnt ihr gerne auch mal raufklicken. Es klickt ja nie einer auf die Endcards. Also, bleibt dabei, seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns wieder woanders. Vielleicht mit Sonic, vielleicht mit Portal, vielleicht mit was anderem. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.